Chantal Manz, Christina Ambrusch, Sabine Winter, Wenling Tan Monfadini. Sie alle wollen hoch hinaus. Heuer kämpfen sie mit ihrem Verein des SV DJK Kolbermoor zum zweiten Mal in Folge in der ersten Bundesliga der Tischtennisdamen. Wenn wir alle gut spielen, dann können wir durchaus recht weit oben mitspielen. Ich denke, das Ziel ist, in die Playoffs 1 bis 4 zu kommen. Und wenn ich ein normales Niveau abrufen kann, dann denke ich, werde ich das auch durchaus realisieren können. Im Rahmen eines Pressefrühstücks wurde das Team um Trainer Scholt Hollo vorgestellt. In der vergangenen Saison holten seine Damen den 7. Tabellenplatz in der Gesamtwertung der ersten Bundesliga. Luft nach oben, vorhanden. Die Chancen dafür stehen jedenfalls gut. Zwei große Teams von der ersten Bundesliga spielen die nächste Saison nicht mehr in der Bundesliga. Und wir sind ein junges Team. Und glaube ich, ist die nach dem ersten Jahr. Wir haben ein bisschen mehr Erfahrung. Bei der Teampräsentation der Damen gaben auch die talentierten Minis des SV DJK Kolbermoor ihr Bestes. Konsequent wird seit vielen Jahren die Jugendarbeit der Tischtennisabteilung betrieben. Chantal Manz, die hier mit der gerade mal 8-jährigen Naomi spielt, hat es mittlerweile zu den Großen geschafft und ist nun die Nummer 4 im Team der Bundesliga-Damen. Inzwischen ist Chantal weltweit unterwegs. Die nächste Reise führt sie nach Brasilien. Dort ist ein Jugendturnier, das ist ein Qualifikationsturnier für die Jugend-Olympia. Dort fliegen eben 3 von Deutschland hin und die beste Platzierung darf dann Olympia spielen, Jugend-Olympia. Innerhalb von 10 Jahren gelang es der Damenmannschaft, sich von der Landesliga bis ganz nach oben hochzukämpfen. Erst vor 2 Jahren stiegen sie in die zweite Bundesliga auf. Bereits ein Jahr später gelang ihnen der Sprung in die erste Bundesliga. Eine Mannschaft, in der noch viel Potenzial steckt. Es ist eine tolle Vision, natürlich. Wer will nicht deutscher Meister werden, sagen wir mal so. Aber natürlich, wir haben eine sehr junge Mannschaft und wir versuchen das auch auf diese Talente, also auf diesen Talenten weiter aufzubauen. Das heißt also, natürlich sehen wir die Entwicklung dahin, dass wir diese Klasse bekommen. Wichtig ist, dass die Spielerinnen dabei bleiben, dass die dieses Niveau verbessern, das sie jetzt schon haben. An die Spitze zu kommen ist schwer, dort zu bleiben noch viel schwerer. Doch mit der Erfahrung der letzten Saison im Rücken ist der Verein zuversichtlich, dass sich die Mannschaft weiter verbessern wird und auch für die ein oder andere Überraschung in der Liga sorgen kann. Wir wünschen den Mädels viel Glück und vor allem Erfolg für die kommende Saison. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.